So, jetzt laden wir mal Level 3. Ja. Okay, das habt ihr. Ja, ihr habt ja Level 3 jetzt gerade schon im Video davor gesehen. Und ja, ich will jetzt mal gucken, was hier in dieser Brücke, toll, ja, ich sag Brücke. Ich meine, in diesem Brunnen, was hier ist. Denn ich bin nicht hier runtergegangen. Doch, ich war früher unten, aber beim letzten Malko-Spielen nicht. Hier geht's nicht weiter. Was ist hier? Kommt hier eine Flut oder sowas? Ich erinnere mich, dass hier was Gefährliches war, was mich tötet. Entweder es kommt ein Monster, was ich aber nicht glaube, oder es kommt eine Flut. Gucken wir mal, was hier ist. Vielleicht ist hier ein Item. Also Gegenstand. Pfeile, ist hier irgendwas? Na, oben ist nichts. Doch, vor meinen Füßen ist ein Pfeil, ja. Cool. Also ich habe das Blatt fast übersehen, ja. Okay, und was ist hier? Mal gucken, speichern, vielleicht stirbt. Okay. Mal gucken, was hier ist. Ist da was? Nee. Ist oben was? Nee. Toller Abwasserkanal. Na egal, wir haben jetzt ein paar Pfeile mehr und können die Wache davor, falls ihr sie bemerkt hat, endlich killen. Hopp, hopp. Ja. Jetzt kommt doch eine Flut, oder was? Nein, oder? Was kommt? Ah, ein Monster, scheiße. Okay, los ziehen. Oh, dieses Monster kommt doch erst viel später im Spiel. Scheiße. Okay, wie es aussieht, können die nicht blocken. Gut. Ich muss immer so taktisch angreifen, ja. Gut. Ja, geil, kein Kratzer. Jetzt haben wir dich gemeistert. Puh, ich habe schon Angst gehabt, was da wohl kommen mag. Okay, aber jetzt hoch mit uns. Und jetzt mit der Taste Y springt es für sich viel, viel besser, ja. Hoffentlich trifft uns der Bogenschütze nicht. Ah, wir haben einen Giftpfeil gefunden, so wie es aussieht. Das Grün und Grün steht für Gift. Oh, wie es aussieht, sind wir in einer Kanalisation. Wow, das war jetzt knapp. Okay, Giftpfeil, ja. Nur ein Treffer meines Wissens nach und er lebt nicht mehr. Wow, scheiße, jetzt hat er wieder geschossen. So, sind wir in Deckung. Ja, gekillt. Der Bogenschütze würde uns nur Ärger machen. Und ich weiß nicht, ob die normalen Pfeile für ihn reichen. Ja. Oh, hier ist ein Seil. Okay, dann nehmen wir es. Hopp, okay. Ja. Also, wie es aussieht, müssen wir dieses Boot nehmen, um durch die Kanalisation zu kommen. Okay. Ja, wenn wir jetzt den Bogenschützen nicht gekillt hätten, dann würde uns hier noch mit seinem Fallen weiter nerven. Und so können wir jetzt in aller Ruhe alles weiterspielen, ja. Ah, okay, er hat uns auch noch Pfeile hinterlassen. Das ist immer wieder gut, ja. Okay, ein Aufzug ist gerade hochgekommen und hä, was ist lila? Ja toll, wir haben Leben bekommen, oder? Ah. Ich denke, Lila füllt das Leben komplett auf. Das kann sein, ja. Ah ja, die Sommerferien. Bald sind sie auch bei mir zu Ende. Also, wie viel haben wir heute? Den 24. August. Ja. Also, puh, bald fängt bei mir die Schule an.
Ich gehe in die 10. Klasse und dann Abschlussfahrt, ja. Wow. Also ich klang jetzt vielleicht ein bisschen gelangweilt, aber ich freue mich auf die Abschlussfahrt natürlich, ja. Was denn sonst? Und jetzt machen wir dich fertig, du. Jetzt springst du einfach zu unserem Boot. Schau, noch ein unrealistischer Punkt. Was macht so ein Ninja wie der auf einer Kanalisation oben auf der Decke und springt dann rund? Der hat ja auch nichts Besseres zu tun, oder? Oh Gott, na. Komm schon, ich meistern wir. Nein, jetzt, toll. Nein, noch eine halbe Flasche, jetzt komm. Ja, Gnadenstoß. Boah, der Kopf ist abgeflogen. Also wie schon gesagt, das Spiel hat eine USK. USK oder überhaupt als, ja, eine Altersbeschränkung von 12 Jahren. Ich weiß nicht, ob es die USK gemacht hat, PG oder sonst wer, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass das Spiel ab 12 ist. Und ja, genau, das ist jetzt ein guter Punkt, um es anzusprechen. Ich habe doch auf den Optionen bei den Bluteffekten eingestellt, dass wir mehr Blut haben statt weniger. Und merkt ihr irgendwelches Blut? Ich nicht. Wenn der Prinz mal getroffen wird, dann sieht man vielleicht so einen roten Effekt. So irgend. Ja, also nicht so Blut, das ist irgendwie was anderes. Na egal. Ja, wir kommen jetzt weiter. Ah, da sind so ein paar Kisten. Hä, wir können nicht sichern. Es liegt wohl daran, dass ich auf einer Kiste bin. Also, wenn man auf einer Plattform ist oder so, die sich bewegt und so, dann kann man nicht sichern. Ja. Hä? Jetzt müsste es aber gehen. Keine Ahnung, was jetzt ist. Aber das Spiel will irgendwie sich nicht bei mir sichern. Egal. Ja, jetzt haben wir wieder fast volles Leben. Nur ein Viertel fehlt uns, aber das kann uns egal sein. Okay, wie geht's weiter? Hier ist doch so eine Stange. Mal gucken, was man da machen kann. Springen wir mal aus dem Stand. Okay, geschafft. Hoch, hoch, hoch. Naja. Okay, die Kiste werden wir wohl zurückschieben müssen, wie es aussieht. Ja, wir sind in einer Kanalisation und wo geht's jetzt weiter? Ich will wissen, was danach kommt. Palast, denke ich, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, ein Schalter? Wofür denn bitte? Ah, okay. Ah, jetzt bewegt sich dieses Ding auf der Kette. Eigentlich habe ich letztes Mal die Kette als zum Klettern benutzt. Also, ich habe mich da festgehalten und bin nach rechts bei Puh. Wie machen wir es jetzt? Nehmen wir die Kiste oder? Naja, mal gucken. Okay, ich nehme besser diesen Weg. Mir ist die Kiste da egal. Egal, wie die Hersteller wollten, dass ich es rüber schaffe. Aber ich mach's so. Nein, ich werde zerdrückt. Oh, meine Hand war gerade in meinem Metallstück. Wow, geschafft. Okay, hinter mir ist nichts. Ja, jetzt geht das absichern. Mann, Mann, Mann. Ah, da war wieder so eine Falle. Zum Glück bin ich durch Zufall den Schaltern ausgewichen. Ja, Level 3 scheint jetzt zu Ende zu sein, wie es aussieht. Okay, fett sagt ich, Mann, will kalt. Wie siehst du denn aus? So schlecht modelliert. Also, der sieht doch wirklich nicht bedrohlich aus. Der sieht aus wie ein großer Teddybär. Ganz ehrlich, schaut doch mal dieses Gesicht an. Macht euch so jemand Angst? Ja, in die Wampe und gekillt. Ah, aber wir haben auch viel abbekommen. Egal. So. Level 3, wir verlassen dich. Ich hasse die Kanalisation. Ah. Ah, okay, eine Cutscene. Okay. Ich bin dann mal wieder still. Mein
Deine königliche Cousine. Du wirst meine Braut sein. Und doch kann ich dich nicht ansehen. So groß ist deine Schönheit. Braut, weißt du es etwa nicht? Ich bin bereits verheiratet. Verwitwet.